Habe die Ehre, herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Die Themen heute. Kurz vor den Nationalratswahlen wird am Kornmarktplatz in Bregenz noch einmal um jede Stimme gekämpft. Der SCR Alltag erwartet die Admira für morgen im Schnabelholz. Und wie gewohnt gibt es auch heute das Kachelmann-Wetter. Die Nationalratswahl steht unmittelbar vor der Tür. Für die Parteien hat der Kampf um die letzten Stimmen gestartet. Am Kornmarktplatz in Bregenz haben wir mit den Vertretern der Volkspartei über die vergangenen Wochen und die Wahl am Sonntag gesprochen. Der Wahlkampf zur Nationalratswahl 2017 geht in die letzte Runde und auch in Bregenz wird noch einmal fleißig die Werbetrommel gerührt. Mittendrin die neue Volkspartei mit bekannten Gesichtern des Landes. Allem voran Landeshauptmann Markus Wallner, der an Seite von Karl-Heinz Kopf, Martina Ess und Norbert Sieber die finale Pressekonferenz einleitete. Zurückgeblickt wird auf einen intensiven Wahlkampf, der noch bis Sonntag anhalten wird. Wie haben Sie denn selber den Wahlkampf die letzten paar Wochen so empfunden? Ja, besonders intensiv natürlich, weil viele öffentliche Diskussionen stattgefunden haben und gerade die letzten Tage noch intensiver waren. Also es gehen Wochen eines langen Wahlkampfs natürlich jetzt zu Ende. Es war aber, glaube ich, wichtiger, weil Österreich jetzt vor einer Richtungsentscheidung steht und auch die Frage ist, wo geht's lang? Und das ist auch für Vorarlberg nicht ganz unwesentlich, weil wir gute Partner auf der Bundesebene brauchen. Und deswegen ist mir am Schluss noch einmal eines wichtig zu sagen, auch an die Bevölkerung, an die Wählerinnen und Wähler, dass alles Entscheidende ist, zum ersten einmal hinzugehen. Ich würde mir wünschen, wenn viele einfach zur Urne schreiten und damit auch zum Ausdruck bringen, dass ihnen diese Wahlen wichtig sind. Eine hohe Wahlbeteiligung sollte man anstreben, auch im Bundesland Vorarlberg. In der letzten Phase, die letzten Stunden und Tage, glaube ich, ist wichtig, noch einmal klar zu sagen, was man will, klar und sachlich zu bleiben. Unser Stil im Land war das eigentlich immer. Ich kann mich an keine einzige Aussage auch von mir selber nicht erinnern, die in eine andere Richtung gegangen wäre. Also einfach auf der Sache bleiben und natürlich laufen, laufen und noch einmal laufen. Der neue Stil von Sebastian Kurz soll die Politik in eine sichere Richtung lenken und besonders für Wirtschaftserfolge, Sicherheit und Vertrauen sorgen. Mit ins Boot geholt wurde auch eine weibliche Unterstützung. Mit Martina Ess möchte man um ein drittes Mandat auf der Landesliste kämpfen. Eine durchaus aufregende Aufgabe für die politische Neueinsteigerin. Es war für mich eine spannende, intensive Reise, in dem ich ein wunderbares Netz aufgebaut habe. Einerseits von der Geschäftsstelle, von der Partei selbst, die mich wertgeschätzt haben, respektiert haben und aufgenommen haben. Auch meine ein bisschen anderen und neuen Gedanken, das hat mich sehr gefreut. Und auf der anderen Seite war es ein wunderbares Miteinander mit den Menschen, mit den Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen, die offen waren, sehr, sehr ehrlich und mir gezeigt haben, dass es viele Bedürfnisse und Anregungen gibt und wir viel zu tun haben. Diese Nähe zu den Bürger und Bürgerinnen ist für mich unverzichtbar, das habe ich gemerkt, weil auch das Land Vorarlberg recht weit weg ist von Wien. Und ich möchte mir und habe mir vorgenommen, dass ich Dialog-V-Gespräche mache, also Vorarlberg-Gespräche, vierteljährlich, wenn es klappen wird, dann möchte ich da sein für die Bürger, erzählen, was es aus Wien gibt, aber auch zuhören, was für die Bürger und Bürgerinnen hier an wichtigster Stelle steht. Spannung ist da, aber auch ein bisschen Gelassenheit und Stolz, weil ich diese Chance bekommen habe, mitzumachen. Also für mich ist es allenfalls ein Tag, an dem ich gewonnen habe, mit viel Erfahrung. Und wenn das dritte Mandat natürlich klappt, dann ist die Freude doppelt groß. Auch wenn die einzelnen Parteien in den letzten Wochen gehörig aneinander geraten sind, so bleibt doch ein gemeinsamer Wunsch. Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Denn das Land möchte ihre Stimme hören. Bitte vergessen Sie nicht, jede nicht abgegebene Stimme ist eine verlorene Stimme. Zum Sport. Der SCR Alltag erwartet die Admira zum Duell im Schnabelholz. Spieler und Trainer brennen darauf, endlich wieder einen Erfolg zu feiern. Der goldene Herbst hat es für den Cashpoint SCR Alltag in sich. Nach der Länderspielpause treffen die Rheindörfler in der ersten Partie des Heimspiel-Doppels auf die Admira. Mit einem vollen Erfolg, dem dritten Heimsieg in der laufenden Spielzeit, könnte die Schmidt-Truppe an die obere Tabellenhälfte anschließen. Doch es wird sicher nicht einfach, denn mit den Niederösterreichern kommt eine spielstarke Truppe, die den Altachern schon öfters das Leben schwer gemacht hat. Dennoch wollen die Rheindörfler die Punkte im Ländle behalten, wie auch Trainer Klaus Schmidt bestätigt. Ja, die Niederlage in der Südstadt hat uns natürlich sehr weh getan und wir brennen auf Wiedergutmachung, beziehungsweise wir wollen auch die Fans da, die schon jetzt länger kein Heimspiel mehr gesehen haben, wieder mit einem Heimsieg verwöhnen und das wäre der Plan für morgen.
Ja, natürlich. Der Pippo Netzer ist ein Spieler, der mehr oder weniger alle Spiele gespielt hat. Der wird uns sicher abgehen, aber wir haben sicher Spieler, die uns hinten noch da außerhelfen können. Und ja, für einen Trainer ist es immer gut, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, die Trainingsqualität erhöht sich zwangsläufig und ich hoffe, dass ich morgen die richtigen erwische. Wir sehen in jedem Spiel eine Chance und ich hoffe, dass wir morgen da ein gutes Spiel machen, dass wir unser Ballbesitzspiel auch wieder verbessern. Wir haben versucht, jetzt uns in zwei Wochen wieder einen Schritt weiterzuentwickeln und dass man das morgen da sieht und dass sich das auch mit Toren niederschlägt und dass man das auch dann punktemäßig niederschlagen kann. Die Altacher Kicker haben in der Länderspielpause also ihre Akkus wieder aufgeladen. Zudem sind kranke und verletzte Spieler wieder ins Team zurückgekehrt. Die Kicker sind heiß auf die Partie gegen die Baumeister 11. Ja klar, also wir sind alle soweit wieder gut aufgeladen, sagen wir mal so, die Batterien sind aufgeladen. Wir haben alle Kraft getankt und natürlich, man freut sich jedes Wochenende aufs Spiel und natürlich nach einer Länderspielpause ist man sehr, sehr heiß aufs nächste Spiel wieder und schauen wir, wie es ausgeht. Ja, endlich wieder mal ein Heimspiel, auf das freuen wir uns natürlich und wir werden auch dementsprechend auftreten und ja, am Ende hoffentlich mit 3 Punkten. Da in Alltag siegen. Es hat jetzt bis jetzt immer gut gepasst. Es sind halt noch genau die 10 cm, was fallen. Ja, geht halt auf die Latten. Nach dem Spiel denkt man darüber nach und dann probiert man das auch abzuhacken. Aber ja, in naher Zukunft wird sich einmal auch da passieren. Wir haben jetzt wieder 2 Heimspiele und da wollen wir vor allem punkten. Ich glaube, das ist die Basis für eine erfolgreiche Saison, dass man die Heimspiele gewinnt und wir haben definitiv das Zeug dazu. Wir gönnen den Rheindörflern einen Sieg und damit zu den morgigen Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten. Die Parteien mobilisieren 2 Tage vor der Nationalratswahl noch einmal alle Kräfte. Den Markt am Bregenzer Kornmarktplatz nützen die Fraktionen, um noch einmal Stimmung für ihre Kandidaten zu machen. Die Zahl der vom DOWAS betreuten Mindestsicherungsbezieher ist deutlich rückläufig, was der boomenden Wirtschaft zugeschrieben wird. Die Kostensenkung bei der Mindestsicherung sei deshalb völlig verfehlt. Eine erfrischende Idee. Wie es 2 Jungunternehmer mit cooler Professionalität in die Getränkeregale des Landes geschafft haben. Das war's von Ländle TV, der Tag für diese Woche. Wir bedanken uns, dass Sie dabei waren und freuen uns, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Bis dahin, alles Liebe. Grüß euch, ich hocke da jetzt gerade beim Opern die schöne Aussicht genießen, im Christberg im Silbertal. Und wie das Wetter die nächste Tag ist, zeigen wir euch jetzt. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Goldenes Oktoberwetter steht uns bevor an diesem Wochenende. Es könnte um diese Jahreszeit nicht schöner sein. Es gibt Sonnenschein von früh bis spät. Und speziell das Berg- und Ausflugswetter, also oberhalb der Dunst- und Nebelschicht, da ist es wunderbar. Auf 1500 Meter hat es am Wochenende 16 Grad. So die Sonnenhänge im Bregenzer Wald, Wallgau, Klostertal, da kann es durchaus auch über 20 Grad geben. Ortsgenaue Vorhersagen für Ihren Wunschort, für Ihren Wunschberg, die Detailprognose, das finden Sie auf kachelmannwetter.com. Schauen wir auf den Samstag. Die Einschränkung, dass es eben in den Morgen- und Vormittagsstunden so im Rheindelta bis zum Kummenberg hinauf einige Nebelfelder gibt, die reichen nicht allzu hoch, so 600, 700 Meter die Nebelobergrenze. Und nachdem sich der Nebel so um die Mittagszeit aufgelöst hat, wird es auch dort sonnig. Es bleibt dort etwas Dunstluft zurück, sonst aber strahlender Sonnenschein für alle. Und dazu die Temperaturen, Sie sehen selber, 20, 21 Grad werden erreicht. Das Bergwetter, schon angesprochen, ist wunderbar. Auf der Braunadelspitze, Lechquellengebirge, auf 2600 Meter hat es 8 Grad. Für Sonntag, für den Wahlsonntag, kann man eigentlich dieselbe Wetterkarte verwenden, keine Änderung. Es gibt Sonnenschein für alle, strahlender Sonnenschein mit der Einschränkung wiederum, dass in den Morgen- und Vormittagsstunden, diesmal wahrscheinlich bis in den Raum Feldkirch, auch etwas Nebel liegt, der löst sich auf, dann Sonnenschein und die Temperaturen sogar noch 1 Grad höher als am Samstag, 21, 22 Grad sind möglich. Das war's vom Wetter. Das goldene Oktoberwetter setzt sich übrigens auch in der neuen Woche weiter fort. Für Gott bei Ländle TV.